Oh nein, das soll man nicht sagen. Das soll man nicht sagen. Sonst geht's gleich bergab und ich sehe auch schon warum. Vielleicht oder auch nicht. Okay, wir fahren mal möglichst nah beieinander rüber. So. Okay. Es geht noch. Es geht immer noch. Ja, sehr gut. Level 20. Was ist das? Oh, Teleporter. Solche Level kann ich. So Level 20, ja, das finde ich gut. Und ihr könnt auch damit eklig werden. Na super. Ja, hilft ja erstmal nichts. Ich schätze mal, ich komme in der Mitte raus. Na ja, klar. Was, und jetzt geteilt da wieder drauf landen, oder wie? Wow, nein, scheiße. Ich glaube, ich muss da auf den drauf fallen, oder? Oder? Geht das hier noch irgendwo? Wow, krass. Das war cool. Hätte ich ja nie gedacht. Okay, dann einfach hoch. Mein lieber Schieber. Okay, was gibt's hier? Teilen. So passe ich aber nicht zu zweit auf die Plattform drauf. Kann ich irgendwie... Nein. Kann ich... Ah ja, genau. Schön zusammenbleiben. Schön zusammenbleiben. Wie am Wandertag, Kinder. Kennen wir doch alle. Zusammenbleiben und Lücke schließen. Ja, so. In Ordnung. Cool, ich brauche sowieso beide für die Kiste. Ja. Ja. Gut. Und schieben. Yes. Nein! Scheiße! So ein Mist. Aber ich glaube, muss ich jetzt nochmal gucken, aber ich befürchte, dass ich auch gestapelt auf der großen Kiste landen muss. Oh, verdammt. Zu viel nachgedacht und zu viel Plattform verpasst. So, und jetzt. So. So weit, so gut. Und hopp. Das war eng. Hopp. Und warten. Weil die Plattform kann die Kiste nämlich auch verschieben. Das können wir nicht gebrauchen. Ein Stück können wir ja schon mal. Und schieben. So. Das sollte sogar langen. Jetzt müssen wir nur noch zu zwei. Nein. Oh, gut. Gut. Ah, super. Oh, Mann. Level 23. Ich kann nur hier hin. Okay. Und dahin. Okay. Und wieder rüber. Das war beunruhigend einfach. Na schön. Gut. Sprung, schaffst du das? Ja, das schafft er sogar da hoch. Okay. Was macht der? Der macht das aus. Wo ist der? Da ist der drüben. Da ist der andere Knopf. Okay. Hm.
Dann spring da mal rüber und teile dich nochmal. Hä? Ach, der ist da oben. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei aufeinander. Wie kriege ich den dritten drauf? Hui! Krass. Ich weiß echt nicht, ob das gewollt war. Aber jetzt schicke ich auf jeden Fall sicherheitshalber mal zwei hoch, so dass möglich ist. Jawohl. Und ab ins Ziel. Okay, was haben wir hier? Einfach mal beamen. Splitten, stapeln. Okay, mal eine Frage. Was tust du? Du machst da auf, okay? Ham, 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 ham. Ja gut. Na schön, na schön. Also da rein. Splitten. Stacken. Komme ich da hin? Ja. Wo ist er hin? Wo ist... Hä? Ach, da unten. Das Level geht noch weiter da unten. Ah, sehr gut. Okay. Also mit beiden nicht in diese elektrifizierten, säureübergossenen Bohrer springen. Hüp. Und... Ja, noch weiter. Oh nein! Ah, verdammt! Nein, da ist jetzt offen. Ah, ich darf den nicht drücken. Okay, alles klar. Schon klar, schon klar. Okay, okay. Das war natürlich viel klüger. Das gibt Abzug in der B-Note. Und deshalb machen wir das gleich nochmal. Okay. Jetzt nochmal mit Gefühl. Oh! Jetzt hat der Versatz von den beiden Figuren nicht hingehauen. Ja, sowas habe ich ja ganz gern. Ja, toll. Vor allem dieses Jahr hetzte mal eher. Das ist ein super Spielelement. Okay. Hüp, hüp. Hier ist der Versatz. Haut es hin! Ja, das haut hin. Das haut hin. Der steht jetzt oben. Knopf auf und durch. Ja. Oh, super. Oh. Gib auf, du wirst mich niemals fangen mit meiner Teleportationskraft. Klingt auf Deutsch nicht so wirklich cool. Hey, wofür ist der Schalter da drüben? Antiklimaktisch, oh mein Gott. Was für ein Scheißende. Ja. Okay. Ja, das war Splitman. War an sich ein ganz witziges Spiel. Dieses Spielformat von wegen sich selber teilen und die einzelnen Bestandteile von sich kooperieren wieder und arbeiten zusammen. Das ist jetzt so gesehen nichts Neues, gab's schon öfter. Aber noch nie in der Form, dass man sich durch Segen teilen muss. Meistens konnte man einfach auf einen Knopf drücken, was weiß ich, Leertaste oder so. Dann konnte man sich teilen. Also jetzt hat man hier eben nicht mehr so ganz die Freiheit, an welcher Stelle genau man sich teilt. Witzig auf jeden Fall. Spielsteuerung vom Sprungverhalten ist schön. Kann man soweit nichts sagen. Und so viel dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht ein Abo oder lasst es sein, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.